Die Arbeitswelt von heute verändert sich grundlegend. Wer sich personell zukunftssicher aufstellen will, muss neue Wege gehen, sich neuen Arbeitsmodellen öffnen und Grenzen überwinden. WorkMotion arbeitet heute bereits mit mehr als 1000 Unternehmen Seite an Seite, um die Chancen dieser sich wandelnden Arbeitswirklichkeit wahrnehmen zu können. Die Gründer des Unternehmens, Carsten Lebtig und Felix Steffens, sprechen mit uns in Berlin über Perspektiven und Potenziale zukunftsfähiger Beschäftigungsformen. Wenn wir uns mal zurückerinnern, während des ersten Lockdowns waren wir ja von einem Tag auf den anderen quasi nicht mehr im Büro, sondern im Homeoffice. Und es hat im Endeffekt unsere Arbeitswelt, wie wir arbeiten, wirklich elementar verändert. Das heißt, es war grundsätzlich egal, von wo man gearbeitet hat. Wir haben Innovationen, die normalerweise Jahre dauern würde, innerhalb von wenigen Tagen gesehen. Trotzdem sind Arbeitgeber insbesondere heute noch nach wie vor in diesem Landesgrenzendenken eingeschränkt. Das heißt, auch dann, wenn sie zum Beispiel in einem Fachkräftemangel arbeiten, das heißt, es gibt nicht genügend Bewerber auf offene Stellen, denken sie noch viel zu sehr lokal, wobei die Lösung eigentlich denkbar einfach ist. Denn Fachkräfte gibt es ja genügend, nur leider nicht in Deutschland. Die Erwartungen der jüngeren Generation sind eigentlich ganz einfach. Es geht um Flexibilität, flexible Arbeitszeiten, aber vor allem auch Flexibilität beim Arbeitsplatz, beim Arbeitsstandort. Viele Fachkräfte wollen dort bleiben, wo sie wohnen. Als zweiter Punkt ist es so, dass vielleicht viele Leute, die vor ein paar Jahren mal umgezogen sind für ihren Job, mittlerweile zurück in die Heimat wollen, sagen, sie wollen zurück zu ihrer Familie. Das heißt, auch da würden Leute wieder ins Ausland gehen. Der Arbeitgeber muss eigentlich viel globaler denken. Das heißt, nicht nur, wie bekomme ich die Fachkraft aus dem Ausland nach Deutschland, sondern kann ich es oder wie kann ich es schaffen, die Arbeit zu den Fachkräften ins Ausland zu bringen. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Nehmen wir mal einen deutschen Arbeitgeber, der eine offene, unbesetzte Stelle hat seit Monaten. Jetzt kommt eine perfekte Bewerbung rein. Der Arbeitgeber kann diese Person aber leider nicht einstellen. Warum nicht? Diese Person lebt nicht in Deutschland, sie lebt im Ausland, zum Beispiel in Polen oder in Portugal. WorkMotion verfügt über Ländergesellschaften, beispielsweise auch in Portugal. Das heißt, WorkMotion kann in Portugal diese Bewerberin einstellen, wird quasi der juristische Arbeitgeber. Die Arbeitnehmerin wiederum aber arbeitet nicht für uns in Portugal, sondern arbeitet virtuell und digital für den Arbeitgeber in Deutschland. Remote Work ist tatsächlich keine verrückte Idee mehr oder ein Konzept für junge Startups. Es gibt Milliardenunternehmen, börsengelistete Milliardenunternehmen, die Remote First aufgestellt sind. Es fängt irgendwo erstmal bei den Basics an. Man sollte die gemeinsame Sprache sprechen. Das ist im Remote-Kontext meistens Englisch. Darüber hinausgehend haben Manager konkrete Aufgaben. Man muss ins Unternehmen eine klare Vision setzen, klare kurzfristige Ziele haben und Mitarbeiter dahingehend motivieren. Dann ist noch sehr, sehr wichtig das Mindset. Im Remote-Setup muss man sich auf die Ergebnisse konzentrieren, auf den Output, nicht auf die Arbeitszeit, auf den Input. Das Mindset muss natürlich vor allem in der Management-Etage da sein. Dieses Modell stellt eines der zentralen Arbeitsmodelle der Zukunft dar, das zwei elementare Vorteile mit sich bringt. Zum einen können Arbeitgeber den Pool, in dem sie Arbeitskräfte finden, hochqualifizierte Arbeitskräfte finden, deutlich vergrößern. Sie müssen nicht nur in Deutschland suchen, sondern sie können auch global sozusagen auf den internationalen Arbeitsmarkt zugreifen. Zweitens, Arbeitgeber profitieren teilweise von einem deutlich geringeren Lohnniveau im Ausland. Sprich, im Ausland ist das Lohnniveau häufig 20-30% oder mehr unterhalb des deutschen Lohnniveaus. Und das ist natürlich ein Vorteil, den deutsche Unternehmen und Arbeitgeber im globalen Wettbewerb nutzen können. Ich bin davon überzeugt, dass WorkMotion ein richtiger Employer of the Future ist. Vielleicht einmal kurz zu uns. Wir als Gründerteam sind hier zu dritt in Berlin. Unsere angestellten Mitarbeiter sind allerdings zu 80% außerhalb und davon dann auch wirklich fast alle international. Das heißt, wir haben Leute angestellt in Spanien, in Großbritannien, in Ägypten, in Polen, in Ungarn und so weiter. Was interessant ist, was für mich auch zum Konzept Employer of the Future dazugehört, ist, wir haben diverse Hubs, das heißt auch wirklich Städte oder Länder, in denen wir uns konzentrieren. Dort haben wir dann tatsächlich auch kleinere Büros, wo wir den Leuten einen Ort anbieten, wo sie sich treffen können, aber natürlich nicht müssen. Darüber hinausgehend machen wir regelmäßig mehrmals im Jahr sogenannte Team-Events, um die Leute einfach mal zusammenzubringen, damit sie sich noch besser kennenlernen können.
Zum Thema Management als Employer of the Future würde ich sagen, etwas, was uns auszeichnet, ist, wir haben sogenannte All-Hands-Meetings, die machen wir alle 2 Wochen. Da kommt wirklich die gesamte Company zusammen, virtuell. Und wir als Gründerteam berichten natürlich über den Fortschritt der Organisation, aber bieten auch ein Forum an, für alle möglichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Ergebnisse zu präsentieren. Und das ist wirklich mein Lieblingsmeeting im ganzen Monat und auch das Lieblingsmeeting vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Remote Work bietet wirklich viele Vorteile für Arbeitgeber. Man findet für jede Stelle zu jedem Zeitpunkt eigentlich die besten Leute auf der ganzen Welt und findet sie viel, viel schneller.